Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen auf unserer heutigen Veranstaltung. Lieber Peter, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Es freut uns immer sehr, deine Unterstützung. Es war ja mal auch es war der 17. Juni, ich glaube, vor 2 Jahren, wo wir zusammen gekämpft hatten in Nördlingen. Das war eine wunderbare Veranstaltung. Das war noch eine Veranstaltung, da war ich noch nicht einmal in Amt und Würden und habe wirklich engagiert, ehrenamtlich, auch viel unter Kraft, Zeit und Geldeinsatz für die AfD mich eingesetzt, weil ich wie unsere Kandidaten alle hier wirklich was verändern möchte in Deutschland zum Besseren. Ich finde es auch sehr schön, jetzt haben wir heute 2 Kandidaten da gehabt, ne, die hier auch wirklich zeigen, dass wir eine Partei sind, eine Familienpartei sind. Wir wollen eine echte Willkommenskultur für Kinder und Familien, für unsere Zukunft und für Deutschland einfach eine neue, eine bessere Zukunft gestalten. Weil das, was auf uns zukommt, gefällt uns eben in vielen Bereichen nicht. Liebe Freunde, wir haben heute auch eine Schweigeminute gemacht. Und das ist nicht das erste Mal. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder, wenn ähnliche Sachen vorgekommen sind, egal aus welchem Bereich, ob die jetzt von links oder rechts sind, das ist uns egal, wenn so schlimme Taten passieren in Deutschland, dann machen wir Schweigeminuten. Wir sind immer betroffen und unsere Gedanken sind in solchen Fällen immer bei den Opfern. Und das ist das Wichtigste. Und wir sind nicht die Partei, die versucht, solche Sachen dann immer politisch zu instrumentalisieren. Aber es ist doch interessant, wie die Medien die Sachen aufgreifen. Und das muss man vielleicht auch mal ansprechen. Wenn ein Mord geschieht und der Mörder Allahu Akbar schreit, dann handelt es sich danach in der Presse regelmäßig, hört man, das ist ein verwirrter, psychisch kranker Einzeltäter, der Behandlung braucht. Das ist mir schon ganz oft aufgefallen, dass Menschen, die, also es ist ja offensichtlich, wenn jemand Allahu Akbar ruft, dass das vielleicht doch irgendwie auch religiös motiviert sein könnte. Aber das wird nicht aufgegriffen. Und da melden sich dann sofort auch immer die Stimmen, auch bei Gruppenvergewaltigungen und so weiter, die sagen, ja die darf jetzt nicht politisch instrumentalisiert werden. Darf nicht drüber reden. Wird in den Medien oft auch nicht genannt, wer war der Täter, wo kommt er her, was war sein Hintergrund, war das vielleicht ein Asylbewerber und so weiter. Wird alles lieber totgeschwiegen. Aber wenn jetzt hier in Hamla ein offensichtlich, wirklich geistig verwirrter Einzeltäter, ein offensichtlich geistig verwirrter Einzeltäter eine so schreckliche Tat begeht, da steigen sie drauf ein. Wird es sofort versucht, das möglichst rechts, möglichst der AfD in die Schuhe zu schieben. Und das finde ich wirklich schlimm. Man muss sich überlegen, wir haben es hier mit einem Täter zu tun, der seit seiner Geburt und zumindest seit über 20 Jahren sagt, dass er Stimmen in seinem Kopf hört und dass er von einem telepathischen Geheimdienst überwacht wird. Das ist doch ein pathologisches Krankheitsbild. Wenn man das Manifest mal durchgelesen hat, was der geschrieben hat, dass er sogar glaubt, dass die Eltern von einer Bekannten, von einer Freundin, die er wohl da versuchte mal zu bekommen, dass er dachte, dass die ihn auch telepathisch irgendwie versuchen, irgendwie zu überwachen. Dass ein Mensch, der dann zur Polizei geht und um Hilfe bittet, ja, dass so jemand offensichtlich nicht irgendwie die Hilfe bekommen hat, die er braucht, nämlich medizinische Versorgung. Das sind doch die Fragen, die man sich eigentlich stellen sollte. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, aber es ist doch wirklich offensichtlich, dass hier ein Mensch ist, der einen wirklichen krankhaften Hintergrund hat. Und darum müsste man sich doch kümmern, das muss man beleuchten. Man muss sich doch fragen, wieso hat dieser Mensch diese Hilfe nicht bekommen, die er eigentlich benötigt hätte. Und es wird sofort politisch instrumentalisiert. Die Bundeskanzlerin rückt auf den Plan. Ein Horst Seehofer, alle melden sich zu Wort. Ja? Aber es geht hier nicht allgemein um den Kampf gegen Extremismus. Den wollen wir nämlich auch, wir wollen keinen Extremismus. Sondern es geht um einen Kampf gegen rechts und gegen das Recht und es geht gegen den Kampf gegen die AfD als rechtsstaatliche Partei. Und da muss man doch ganz andere Sachen auch mal besprechen. Wer war denn der Täter? Wer war denn der Vater von dem Täter? Das war ein grüner Politiker. Ich will das gar nicht so sehr bewerten, ja, aber da können wir auch die Frage stellen, ist da vielleicht mit der Erziehung was schiefgelaufen oder nicht? Das stand ja auch kurz auch auf NTV, wurde dann ja wieder rausgenommen. Aber das sind noch Fragen, wenn man gleich versucht, das der AfD in die Schuhe zu schieben, dann muss man aber fragen, naja, wer hängt da noch alles mit drin in dem System? Ein Mann, der viele, viele Jahre Stimmen in seinem Kopf hörte, wird als rechtsextrem in den Medien bewertet. Das finde ich wirklich heftig. Wenn dieser Mann sich an die AfD gewendet hätte, ja, dann hätten wir ihm wahrscheinlich gesagt, sucht ihr Hilfe. Aber wir hätten ihn niemals, niemals aufgefordert, in irgendeiner Art und Weise eine Gewalttat zu verüben. Wir erkennen natürlich auch, wie massiv die Gesellschaft unter Merkel auseinandergerissen wurde und wie sie radikalisiert und gespalten wurde. Aber wir versuchen, die Gesellschaft tatsächlich wieder zu vereinen und wir sind ausschließlich interessiert an einem demokratischen und gewaltfreien Widerstand. Und das sagen wir immer bei jeder unserer Veranstaltungen. Wir sind die Partei des gewaltfreien Widerstands.
Und liebe Freunde, die unter Merkel ausgehöhlte Rechtsordnung, die wollen wir auf allen Ebenen wiederherstellen. Und deswegen setzen wir uns wie keine andere Partei gegen jede Form des Extremismus ein. Wir wollen eben keinen Kommunismus, keinen Sozialismus, keinen Faschismus und wir wollen auch keinen Rechts- oder Linksextremismus in diesem Land. Wir wollen eine Partei der bürgerlichen Mitte sein. Ja, liebe Freunde, und das Thema bringt mich auch noch zu was anderem. Nämlich mal ganz allgemein über die Behandlung in unseren Krankenhäusern nachzudenken. Weil ich hatte nämlich in meiner beruflichen Erfahrung einige Fälle, die sind sehr, sehr unschön verlaufen. Ich hatte meine ältere Dame mit gut über 80 Jahren, die ist über mehrere Etagen in ihrem Haus in Mönchsdeggingen hier wunderbar klargekommen. Mit weit über 80 Jahren, die konnte sich selber versorgen, alles war gut. Und dann gab es aber die Situation, sie hat halt angefangen ein bisschen wirr zu werden und hat dann gedacht, es sind Huren zwischen ihren Dachplatten. Na gut, ja, es ist halt ein Krankheitsbild. Und dann hat sie die Dachplatten runtergeschossen, sind auf die Straße geflogen, hat man was machen müssen, hat man sie nach Günzburg getan, zur medizinischen Behandlung. Die Frau ist medizinisch dann eingestellt worden und wiedergekommen. Und am ersten Tag, wo sie aus dem Krankenhaus gekommen ist, ich nicht dort vor Ort war, saß sie zu Hause auf ihrer Treppe in ihrem eigenen Urin. Sie hatte Fieber. Und wir haben gleich versucht, da eine andere Versorgungsform herzustellen. Und die musste dann ins Seniorenwohnheim, da wurde sie auch wieder aufgepäppelt. Aber sie konnte nie wieder zu Hause leben. Das fand ich sehr, sehr tragisch. Ich hatte ja auch einen anderen Fall. Eine Dame aus Oettingen, die ist dann im Krankenhaus gewesen, auch zur medizinischen Einstellung. Ja, die wurde so lange eingestellt, bis sie ein Multiorganversagen hatte. Die Leber hat versagt, dann das. Man hat auch nicht versucht, die lag wochenlang nur in ihrem Bett dort. Es hat ja keine Zeit, um denen wirklich sich mal sich zu bewegen und rauszugehen. Und die Frau lag dann viele Jahre lang im Wachkoma. Wir haben eine Versorgungssituation, ich glaube, die könnte man in vielen Bereichen verbessern. Die könnte man menschlicher gestalten. Wir brauchen einfach mehr Pflege, wir brauchen gerade bei älteren Menschen, die nicht mobil sind, Menschen, die sich darum kümmern. Ich habe ja viel hier als Berufsbetreuer auch gesehen und viele Erfahrungen gemacht und ein Spruch ist mir noch in Erinnerung von einer Pflegekraft, die gesagt hat, na, es ist doch ganz klar, die Krankenhäuser machen die alten Menschen krank und die Pflegeheime pflegen sie dann wieder. Ja, das ist einfach so, weil im Krankenhaus, da kommt man rein, die Kubitus am rechten Arm, der wird behandelt, aber dass die danach vielleicht an der Hüfte durchgelegen und wieder rauskommt, darauf achtet das Krankenhaus in dem Fall nicht. Sie können es auch nicht leisten, sie haben gar nicht das Personal mehr dazu. Wir haben auch andere Fälle, ne, wo dann die Ute kann es vielleicht berichten, ja, dann trotz Materialunverträglichkeit falsche Schrauben verwendet wurden, die waren dann auch zu lang. Das sind einfach Situationen, die erleben wir hier in den Krankenhäusern. Wir haben auch Fälle, wo wir Menschen haben, die meines Erachtens dringend untergebracht werden müssten. Da habe ich auch einen Unterbringungsantrag gestellt bei einem, der war völlig verwirrt. Der sagt, er hat einen T42er Nuffus, er hat hört Stimmen in seinem Kopf, mit ihm wird Freimaurerei betrieben, das ist nämlich alles nuklear, also völlig verwirrt. Sitzt er mir gegenüber im Ile in Donauwörth mit der Gabel in der Hand und sagt, er sticht mir das Auge raus. Das Ergebnis des Gutachtens war dann, der muss nicht untergebracht werden, weil er hat ja nicht zugestochen, ne? Ist doch super. Ein paar Wochen später irgendwann hat er mal wieder seinen Vater verschlagen zu Hause und irgendwie nachts verhört, weil der gedacht hat, der wäre jetzt bei irgendeinem Geheimdienst und wurde dann weggesperrt. Habe ich veranlasst, mit gerichtlichem Beschluss, wunderbar. Und dann ruft mich das Landratsamt an und sagt, Herr Singer, Sie müssen was machen mit dem Mann, der randaliert und so weiter. Sag ich, ist geklärt, der ist untergebracht. Dann bin ich in Donauwörth im Kaufland, läuft mir der über den Weg. Kriege ich wieder einen Anruf vom Landratsamt. Dann sage ich, Leute, ihr könnt es den doch nicht, gehe ich in die beschützende Abteilung, ist denn die Türsperren weit offen? Sage ich, ihr könnt doch den Mann nicht rumlaufen lassen, der ist doch hier weggesperrt. Ja. Und in der gleichen Woche hat mich eine Kollegin angerufen. Und das ist noch krasser gewesen. Da ist eine Frau wegen Suizidgefahr untergebracht gewesen im Krankenhaus, geschlossen. Und die wussten, dass die suizidgefährdet ist. Die ruft dort an und sagt, wie kann das sein, dass die draußen ist? Und sich umbringen will, tut es die bitte wegsperren, wie es im Beschluss steht. Und ein paar Tage später lag die tot vor den Gleisen. Das ist kein Schmarrn, das ist keine Geschichte oder irgendwas. Das muss man sich überlegen. Trotz Unterbringungsbeschluss ist diese Person nicht mehr am Leben und konnte sich dann trotzdem umbringen. Das sind Sachen, die laufen tatsächlich schief. Und wenn ich dann höre im Bayerischen Landtag, dass zum Beispiel die Vertreter der freien Wohlfahrtspflege dann sagen, es fehlen uns die Pflegekräfte, wir finden nicht die Menschen, die anderen Menschen helfen wollen.
Da muss ich als erstes mal fragen, ihr habt jetzt 1,5 Millionen Leute reingelassen. Sind da nicht ein paar dabei, die anderen Menschen helfen wollen? Und als zweites... Aber das ist tatsächlich so ein Punkt. Aber die zweite Sache ist, die wir uns auch noch fragen müssen, wieso sind denn so viele deutsche Pflegekräfte in der Schweiz aktiv? Wieso gehen die denn in der Schweiz arbeiten? Ja, woran liegt es denn? Sind da die Arbeitsbedingungen? Ja? Sind die Arbeitsbedingungen besser? Sind die, ja? Sind die Gruppen kleiner? Gibt es mehr Geld? Gibt es mehr Geld? Dann sagt man uns dann oft, ja, am Geld würde es nicht liegen. Ich sage euch eins, die wollen das Geld nicht ausgeben, das notwendig ist. Weil wenn ich die Menschen gut bezahle, dann finde ich auch die entsprechenden Fachkräfte. Und da haben wir auch ganz klare Forderungen. Wir brauchen bessere Bezahlung, wir brauchen bessere Anerkennung der Tätigkeit, wir brauchen bessere Aufstiegsmöglichkeiten für die Pflegekräfte, wir brauchen auch kleinere Gruppen und möglichst flexible Arbeitszeiten, am besten Wunscharbeitszeiten. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das ist etwas ganz Wichtiges, was wir in dem Bereich noch brauchen. Ja, dann noch ein letzter Punkt hier auch zu diesem ganzen Bereich der Sozialpolitik. Stand ja jetzt im Fokus, 13.02.20, Zuwanderung entlastet die Beitragszahler. Wir waren alle, ne, begeistert, wie wir es gelesen haben. Ne? Die AfD hat sich geirrt, wir können unsere Partei auflösen, alles ist gut. Es gibt nämlich Entlastung um 8 Milliarden. Dank der Migranten sind die Beitragskassenbeiträge niedriger. Wow, super. Das bezieht sich auf eine Studie der Technikerkasse. Ja, es ist jetzt leider so, dass da die Geflüchteten und Asylbewerber nicht einbezogen wurden. Und das bezieht sich nur auf EU-Zuwanderer und solche aus Nicht-EU-Staaten mit einem Arbeitsvisum. Und so ein Arbeitsvisum, das bekommt man, wenn man so ein nettes Mindestbrutto hat, in einer Größenordnung von eben über 53.000 Euro. Ja, gut. Ist natürlich klar, wenn Leute mit einem Brutto von 53.000 Euro und mehr in die Kasse einzahlen, dass die gut einzahlen und dass das natürlich dann auch die Kassen entlastet. Das heißt, die Studie ist nicht falsch, aber die vermittelt doch ein völlig falsches Bild, weil hier alles weggelassen wird, um das es geht. Es geht uns ja auch um diejenigen, die hier in das Land reingelassen wurden, illegal, unter Verstoß gegen unser Grundgesetz, unter Verstoß gegen das Ausländergesetz, Aufenthaltsgesetz. Und für diese Menschen gilt diese Statistik gar nicht. Und diese Migranten, die Geflüchteten und Asylbewerber, für die wird nur ein ganz kleiner Beitrag einbezahlt in die Kassen, in einer Größenordnung eben von 100 Euro pro Monat durch den Bund, wenn sie mal 18 Monate lang hier sind. Jetzt muss man sich doch mal fragen, liebe Freunde, wer von euch zahlt denn bitteschön mehr als 100 Euro im Monat in die Kasse rein? Ich denke, das werden fast alle sein, ja? Aber der Bund sieht anscheinend diese 100 Euro, die er da reinzahlt, als kostendeckend an. Und das ist es aber nicht. Und insgesamt geht diese ganze Rechnung nicht auf. Aber sie zeigt uns eins, dass eine Zuwanderung von echten Fachkräften ins Land durchaus in Ordnung sein kann. Habe ich nichts dagegen. Ich habe nie was dagegen gesagt, wenn ein Mensch hierher kommt und sich hier beteiligt und hier in unser System einzahlt. Ich habe was dagegen, wenn wir illegale Massenzuwanderung durch unsere Gelder und Steuergelder finanzieren müssen. Liebe Freunde, ich möchte dann auch schon wieder schließen. Ihr merkt vielleicht auch, meine Stimme ist nicht so ganz da, wie sie sein sollte, aber ich bin wirklich in den letzten Wochen auf einer Veranstaltung nach der anderen. Viel war jetzt auch im Freien und da hat mich natürlich auch so eine kleine Erkältung erwischt. Und ich merke, wie ich jetzt richtig schon ins Schwitzen komme. Aber lieber Peter, ich denke, der Hauptvortrag des Abends, ja genau, auf den wir uns jetzt schon sehr, sehr freuen, der ist jetzt einfach dran. Vielen Dank, dass du da bist und ja, leg los. Super.